Die Heilung der Trans-PRK gestaltet sich folgendermaßen. Direkt nach dem Eingriff bekommen Sie eine Verbandslinse, die auf der Hornhaut aufliegt. Diese bleibt ungefähr 3 bis 5 Tage. Diese dient dazu, damit wir die Hornhaut schützen, währenddessen sich das Epithel, das heißt die oberste Zellschicht, verschließt. Wenn wir diese Kontaktlinse entfernen, sehen Sie ungefähr 20 bis 40%. Innerhalb von den nächsten paar Tagen steigt das Sehvermögen auf Werte von ungefähr 40, 50, 60, 70%. Nach einem Monat sehen Sie sehr gut und das optimale Sehvermögen erreichen Sie erst nach 3 bis 4 Monaten. Es ist sehr wichtig, dass Sie über diesen Heilungsverlauf Bescheid wissen, damit Sie Ihr professionelles Leben wie auch Ihre Hobbys dementsprechend anpassen und planen können.